Versuch, vier türkische Spieler zu überlupfen. Sie ist gut gegangen. Westermann, Lahm. Müller winkt, der möchte den Ball haben, der kriegt den Ball! Und da ist das 1:0 und das ist Klose. Zuerst den Ball von Müller an die Latte gelenkt und dann Miro Klose. Wer sonst, muss man sich fragen. Viertes Tor bei dieser EM-Qualifikation, kurz vor der Pause. Und es gilt nicht als Auswärtstreffer. Es ist ein Heimtor. Länderspieltor 56. Eine Bayern-Kombination über Lahm, über Thomas Müller, der lange gewinkt hat, dass er den Ball haben will, und über Miroslav Klose. Die Münchner Krisentruppe. Zuständig für das 1:0. Als würden sie ein Doppelleben führen. Verein und Nationalmannschaft. Speziell er. Latte, Pfosten, Kopfball, Klose dazwischen. Eine klasse Parade von Volkan. Und an diesem Bild daneben haben Sie gesehen, die Erleichterung auch beim Bundestrainer. In seinem 60. Spiel für Deutschland. Hamid Altintop gegen Philipp Lahm. Ein Duell wie aus dem Bayern-Training. Altintop hat unter Louis van Gaal nur zweimal gespielt in der Bundesliga. Und noch einmal diese Bayern-Kombination. Wunderbar gemacht. Und wenn Sie wissen wollen, wie Louis van Gaal dieses Tor fand, dann schalten Sie am Samstag mal das Sportstudio ein. Da ist der Gast bei uns. Und hat sicherlich viele andere interessante Dinge zu erzählen. Müller. Müller, Özil. Weiter geht's mit Lahm. Kein Abseits. Muss er machen. Macht er. Macht er. Macht er, der Özil. Ausgerechnet Özil. Ein Tor mit Ansage. Ein ruhiger Jubel. Ein respektvoller Jubel. Von Mesut Özil. 2:0 für Deutschland. Hier die Wiederholung. Philipp Lahm. Kein Abseits und seelenruhig abgeklärt. Mit dem starken linken Fuß. Was für eine Geschichte. Ausgerechnet Özil. Ein gellendes Pfeifkonzert. Allerdings sind sie auch stolz hier, die Türken, auf ihren Mesut. Sie sagen immer wieder, unser Mesut spielt bei Real Madrid. Unser Mesut ist WM-Dritter geworden. Heute spielt er für sie im falschen Trikot. Und nach dem Pfiffen kommt auch der, als er nahezu freistehend verzog. Klose, Fehler von Volkan, durch die Beine von Volkan. Jetzt gibt es eine Klatsche, 3:0. Ein typischer Volkan zwischen Weltklasse und Slapstick. Das ist deftig, aber Sie sehen das Lächeln. Ja.
Klose mit seinem zweiten Tor. Vorher von Müller bedrängt. Gerd Müller spielt.